Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tattletailand. Yeah, yeah. Guckt euch mal mein sexy Zebra-Handtuch hinter mir an. Bauen wir die Quarry eigentlich jetzt wirklich schon ab oder lassen wir die noch zu Ende rödeln? Rödeln wir zu Ende, weil die Quarry kann noch gar nicht neu arbeiten, weil die Schiene nicht dafür... Ich dachte, du sagst, sie kann nicht mehr neu atmen. Ich sehe. Weil ich hatte eigentlich vor, dass ich in meiner Folge heute so die oben einmal zumache, weil ich mache hier schon unauffällig währenddessen immer Terraforming an der Seite, damit wir schon mal so ein bisschen schön die ganz gehen. Ganz zumachen bitte noch nicht, weil ich weiß nicht, ich glaube, die baut sonst das nochmal ab oben drüber. Ja. Weil die dann checkt, okay, es ist noch ein Widerstand und dann baut es. Die ganzen Erze abfahren. Aua, hast du mich erschreckt? Halt, stopp! Jetzt zeige ich. Also, wir brauchen. Ich werde jetzt Fragen vorlesen. Ich will auch! Ich auch schon. Moment, ich habe auch eine Frage. What? Das ist doch noch nicht mal eine Folge. Wie bitte? Nee, warte, er hat eine Frage auf meinem Schreibtisch. Das hat bestimmt meine Mutter hier verloren. Was, ein Haar? Ein Haar! Ein Haar! Kein Arsch! Das ist ein Haar auf meinem Schreibtisch. Haar. Liebe schmeckt wie Kaviar. Mädchen sind zum Küssen da. Hey! Was ist eigentlich diese fette rote Säule, die da über dem Hafen aufsteigt? Was hässlich ist. Buddha. Wie bitte, Linus? Mark, hast du den hochgebaut? Ja, der muss halt so hoch sein. Der wird auch noch komplett mit Lava gefüllt, automatisch. Also eigentlich sollte man den nicht. Wir haben Papagei neuerdings auch hier in der Dingens, in dem Dreck. Hey, ja. Wir können da so einen schönen Turm draus machen. Leuchtet das Ding wenigstens im Dunkeln? Nee, natürlich. Aber ich komme in den Storch. Was soll das Shit? Was ist das Storch? Leuchtet jetzt nicht oder leuchtet's? Also es ist Lava, also vielleicht. So Leute, also ich stelle jetzt mal eine Frage. Okay? Nein. Ich bin Halicia! Lissi, komm mal zum Punkt. Du bist schlimmer als mein Fotoprofessor. Was würdet ihr tun, als wenn ihr unter Amnesie leiden würdet? Oh mein Gott, was ist Amnesie? Wenn ich das jetzt sage, vergesse ich sowieso. Lustig, okay, ich weiß wieder, was Amnesie also, ist. Nö, ihr seid ja alle dumm und ungebildet. Gymnasiast. Gebildet. Student. Gymnasiast. Du hast das Studium noch nicht geschafft, weiß gar nicht. Ja, du hast deine Schule auch noch nicht geschafft, würde ich mal sagen. Ja, und? Entschuldigung. Also, Amnesie bedeutet einfach Gedächtnisverlust. So easy ist es. Wikipedia steht... Amnesie bezeichnet eine Form der Störung des Gedächtnisses für zeitliche oder inhaltliche Erinnerungen. Vor allem, dann steht doch davor in so eckigen Klammern, bitte mit einer betrunkenen, beschissenen Stimme vorlesen. So eine Frage, Linus, wo ist denn unser ganzes Zeug, was du geburnt hast und so? Im Garten. Also hab ich die Frage jetzt mitgekriegt? Zum Beispiel, Stein und sowas. Also Stein habe ich eigentlich alles, das Gebrannte also habe ich alles. Und Erze sind am Hafen. Bei den Maschinen, rechts in den Truhen. Ja, ich wollte dieses Lava-Ding mit so einem stylischen Glas-Dings umhüllen, damit es aussieht wie ein Turm, der da mit Absicht steht. Mit einem Glas-Ding? Ja. Dann kannst du ja Glas brennen in den Ofen. Ja, aber da muss ich erstmal Sand holen aus der Base. Da, guck mal, ob Sand noch in irgendeiner von meinen hässlichen Truhen ist, weil die sind alle zugemüllt. Okay. Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ich tun würde, wenn ich Amnesie hätte. Ich würde mir vielleicht so ein Vision Board machen mit so den wichtigsten Fakten, die ich mir immer merken muss, und dann sage ich die mir jeden Morgen, damit ich nicht vergesse, zum Beispiel, wen ich am meisten lieb habe und wer ich überhaupt, wie ich heiße und sowas. Das heißt voll clever. Respekt dafür. Danke. Henny, machst du es echt? Ja, keine Ahnung. Ich habe ja keine Amnesie, von daher. Ja, aber was sollte man da davor dann eigentlich schon machen, oder? Nein. Also Amnesie kommt ja nicht plötzlich. Das ist ja dann so, du merkst so nach und nach, du bist irgendwie joggen und weißt dann auf einmal nicht mehr, wo du bist und so. Und wenn du dann merkst, dass es langsam einsetzt, dann kannst du sagen, okay, jetzt weiß ich noch, wie ich heiße, wie meine Mutter heißt und sowas. Und dann schreibe ich mir das auf so ein... Ich weiß eh nicht, wie meine Mutter heißt. Ja, irgendwie Hildegard oder so. Hildegard. Und wo muss ich das reinschmeißen, Max? Das was Zeug, denn, was ich brennen will? Was willst du machen? Was willst du machen? Ich will Sand burnen. So redet ihr wieder über was ganz anderes. Ja. Und wenn ich nicht zuhöre, dann redet ihr einfach über die Frage. Das ist natürlich richtig geil. Oh mein Gott, brennt es schnell. Das ist ja geil. Okay. Das ist alles geplant, Lissi. Sag an, Lissi. Lissi, du Shit! Lissi, du Shit! Das war jetzt nicht der Satzbausinn. How to be friendly. Ja, gut.
Halt einfach deine blöde Fresse, ja. Ganz ehrlich, du gehst mit. Oh mein Gott. Warte mal, Max? Was denn? Haben wir, also hast das Niveau ist mir jetzt ein bisschen zu sehr im Kino. Haben wir, hast du noch Glaswasserkabel? Have you ja. noch Glaswasserkabel? Glasfaserkabel. Nein, in der Glasfaserkabel. Ja, wir haben drei Stück, weil ich wollte hier noch einen zweiten Electric Furnace bauen. Glaswasserkabel. Der Lissi kannst du auch mal Glasfaser geben, hat sie nämlich nicht. Hast du dabei? Ja. Nee, ich muss den jetzt kurz bauen, aber der ist gleich fertig. Machst du auch noch so eine Holzplatte, wo der drauf? Ja, habe ich schon. Also ich mach da jetzt so eine Glasumrandung um dieses Lava-Ding, ne? Also kann ich jetzt mal auf die Frage antworten nach 3 Jahren? Was ich machen würde ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil... Wow. Ich dachte auch so, wow. Das hängt irgendwie sehr von der Situation ab, weil du kannst ja richtig viel machen, wenn es soweit ist. Warum man dann ist es eben so. Und dann denkst du dir so, shit, die Kacke, aber es ist trotzdem passiert. Also ich denke, das hängt von der Situation ab. Ich meine, wenn ich mein ganzes Gedächtnis verlieren würde, dann kenne ich ja nichts dagegen. Ja, genau. Ja, du weißt auch nicht mehr, was du dann gedacht hast, ne? So. Ja, eben. Ich habe die Gedanken genommen, die wir gedacht haben, dass sie denken, dass sie... Denn wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Denn das Denken der Gedanken denkst, ist ein denkenloses Denken. Darum denke ich nicht, gedacht zu haben. Ach du Scheiße. Das hat meine Mom früher mal zu mir gesagt. Nein, das hat Cold Mirror zu dir gesagt. Wenn du denkst, dann denkst, dann denkst. Und wenn du denkst, dein Mädchen kann das nicht. Warte mal, Leute, mir fällt gerade was ein. Dann sag! Ganz wichtig. Ja, Linus. Wir wollten doch die Alkali-Musik jetzt als Intro immer benutzen. Nein, wir wollten verschiedene Intros als Intro benutzen. Nein, Alkali. Immer nur Alkali. Ich will Alkali. Nicht mal Wunschpunsch oder so? Achtung, fertig. Wunschpunsch. Kennt ihr das? Das lief damals auf Kika. Ja, diese zwei fetten Zauberer, die immer so böse Zauber gemacht haben. Und dann, richtig scheiße. Und dann ihre Haustiere, die Katze und der Rabe, haben die dann immer rückgängig gemacht. Alter, seid ihr da echt, bin ich da... Also ich meine, ich kenne den Namen, aber ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ich hab's noch nie gehört. Weißt du, dass ich's mal gesehen hab? Achtung, fertig. Wunsch. Ja. Das klingt so scheiße. Das war voll cool. Guck dich einfach mal. Das klingt echt nicht so cool. Das finde ich auch irgendwie episch. Ja. Also, ich bin ja fett. Ich bin ja fett. Oh, ich habe in den Spiegel geguckt. Ja. What? Bei Ungespielt würde das Video jetzt heißen: Krasser Selbstdiss! Ausrufezeichen! Oh, was ist das für Scheiße? So true. So true. Shit boy. True though. Wie bitte? Max, dein Refined Iron ist fertig. Euer Stöhnen eine Minute ab. Max, dein Refined Iron. Ah, okay, aber nur eine Minute. Ja, ist okay, wir wissen alle, dass ihr stöhnen könnt. Ist okay. Also, wie lange kennst du Jonas und den anderen Jungen? Da wir nicht wissen, wer mit den anderen Jungen gemeint ist, können wir das einfach mal zu jedem beantworten. Also, ich glaube, Jonas kenne ich jetzt so ein Jahr ungefähr. Ja, ein Jahr. Müsste ziemlich genau hinkommen. Ach nee, eigentlich kenne ich den länger, aber der hat mich irgendwann auf YouTube angeschrieben, so: Hallo, nimm mit mir auf! Nein, es war ungefähr so: Du bist witzig! Ich mag dich! Der mich eh nur geschrieben hat, um mit mir aufnehmen zu können und so. Ja, schon. Und das finde ich super unsympathisch, deswegen. Okay. Also da muss ich mich jetzt mal verteidigen. Ich habe nicht einfach wildfremd irgendwelche Leute angeschrieben, um mit denen aufzunehmen, so nach dem Motto: Du hast mehr Abonnenten, ich will mit dir aufnehmen, sondern sie kamen einfach sehr sympathisch rüber und dann dachte ich so: Ich kenne niemanden auf YouTube, schreibe ich sie einfach mal an, mit der Hoffnung, dass ich vielleicht mal irgendwann mit dir zusammen aufnehmen kann. Guck mal, Jonas, guck mal hier rein. Ist das eine Waschmaschine? Mal hier. Ich lade gerade Energy Crystal auf. Wow. Jetzt hast du Energy Crystal. Und was macht man damit? Weiß ich nicht, mal gucken. Jetzt explodiert so alles. So, jetzt haben wir so einen Energy Crystal. Ich rate ja gerade nicht. Das ist gerade sehr verwirrend. Okay, und wie lange kennst du die anderen? Dödel, jetzt habe ich geblickt. Ich bin ein Dödel. Du bist ein Dödel und du kannst nichts dafür, weil du bist ein Dödel. Lisse. Und die können nichts dafür. Ja, die lassen mich ja nicht reden. Liz ist eingeschlafen. Ist ein Leidel, ich sag hier gar nichts, ich bin haben wir noch einen Elektro-Service? Der belaberte Leberwurst. Der belaberte Leberwurst. Spaß. Kannst du dir schnell einbauen?
Leberwurst. Ja, auf jeden Fall, also ich denke mal, Max kenne ich eigentlich seit Save the Treasure. Vorher haben wir uns ja gar nicht gekannt. That is what you are. Okay, den Teil muss ich jetzt rauslöschen, weil sonst wird es geflaggt. Mhm. Genau. Ist nämlich ein Cover. Ohne Spaß. Aber wann ist eigentlich wieder STT? Weißt du das eigentlich? Weiß nicht. Steht also, noch in den Sternen. Also die haben ja eigentlich niemanden eingeladen, so von wegen, ihr seid das nächste Mal dabei, deswegen denke ich auch nicht, dass ich das nächste Mal dabei sein werde, weil ich glaube, die können mich auch generell eigentlich nicht so super leiden. War es, glaube ich, nicht. Ich meine, die haben einfach nur noch nichts geplant. Ja, keine Ahnung, aber das letzte Mal haben die ja schon verbindlich gesagt, ja, ihr seid das nächste Mal dabei. Nee, das Pünktchen ist ja auch, dass die... Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie sich so Platz für famous people freihalten wollen und ich glaube nicht, dass sie dann so Leute wie mich da noch reinholen wollen und so. Aber ich glaube auch, also ich meine, wenn, dann würden die das uns schon sagen. Also ich meine, die sind dann schon so ehrlich, dass sie dann sagen, ja, wir machen jetzt eine neue Gruppe, aber es war schön, aber jetzt seid ihr nicht mehr dabei. Und nicht, dass sie so sneaky jetzt inzwischen schon das geplant haben. Also dann wäre ich schon überrascht, weil das ist eigentlich nicht... Geplant haben sie es noch nicht, das ist klar. Genau. Aber... Das ist klar. Nee, jetzt bist du mal ruhig. Jetzt immer mit Wilhelm Kramer, LP. Wer ist Wilhelm Kramer? Ja, das ist ja auch der Punkt. Das ist ja auch... Das sagt er immer in den Kommentaren. Das sagt immer, das ist klar. Und ich feier das so krass einfach nur. Ich stelle mir so einen alten Sack, wo da vom Rechner sitzt und irgendwas, das ist klar. Also ich feier das so und deswegen, ich hab das so unbewusst übernommen, das ist voll... Die Lava ist übrigens dunkel. Was, wer labert? Du sagst jetzt, boah, du laberst scheiße. Ja, du laberst nicht von... Du laberst irgendwie dunkel. Ich hab irgendwie verstanden, die Lara ist ja schon irgendwie dunkel. Wer ist denn die Lara? Erzähl mal, was ist denn der Lara los? Ja, die ist mir irgendwie zu dunkel. Also deren Gedanken, ich hab so mit der geredet und sie so, ja, ich bringe alle um. Und dann dachte ich auch, nee, also das ist irgendwie zu dunkel. Irgendwie wird das gerade rassistisch. Ja, ich dachte auch rassistisch und Jonas labert so über 10 Ecken so, damit es nicht rassistisch ist. Ja, ich musste jetzt hier geschickt davon wegdrehen, dass hier gerade sonst hat was passiert. Nicht Leute, warum ist ein BZ-Consumer, warum ist denn der automatisch auch ein Producer? Das macht doch gar keinen Sinn. Entweder produziert. Ja, oder ich meine, du bist ja so ein Consumer von Essen und gleichzeitig bist du ein Producer von Kagge. Oh, scheiße. Genau. Das hat er richtig schön gesagt. Kagge. Das war schön. Das ist doch logisch. Wer ist an meiner Küste? Ich. Einbrecher! Töte den! Kill it with fire! So, jetzt, die anderen Leute kennengelernt habe. Also Linus kenne ich erst durch das Projekt, aber der finde ich ihn schon fertig, als mich Max das schon kennengelernt hat. Da dachte ich mir so, ja, ist ein gezwiegiger Typ. So. Yes, ja, so war das. Du hast leider, kannst leider nichts tun, du musst mich leiden. Wie kam Jan eigentlich dazu? Ja, ich habe mit Jan ja Arena-Leiterin Liste aufgenommen, weil der mich gefragt hat so, hey girl! Und ich so, hey Boy! Ja, und dann haben wir so hart eine weitere Liste aufgenommen. Hey Jimmy, hey! Hey Jimmy, hey, what's up? Hast du schon gerückt, dass Lissy und Joe zusammen sind? Ja. Echt, gab's da schon Gerüchte? Mhm. Ja, also ich meine, die sind ja auch bestätigt, weil, also da lief schon heiße Action, weil alle YouTuber grundsätzlich immer nur was miteinander anfangen. Ja, alle männlichen und weiblichen. Weil wir kennen uns auf YouTube, deswegen müssen wir automatisch uns zusammenkommen. Ich meine, ist scheißegal, dass wir in anderen Großstädten wohnen und in anderen Bundesländern, weil das ist einfach wahre Liebe und deswegen, Ja, das ist halt Simbabwe. Ja, und irgendwann waren wir gemeinsam auf Leute! Leute! Wo waren wir gemeinsam? Wir wandern aus nach Simbabwe. Ja, genau, Obwe. Nach Jemen. Linus, hast du gerade was? Ja, mit Jan wandere ich nach Jemen aus, also nachdem ich Jonas abgeschossen habe. Aber war ich noch mit Jonas in Simbabwe. Also verbinde ich das gleichzeitig mit einer Weltreise. Ich hab nichts zu tun. In jedem Land einen neuen Boy. Und dann gehst du nach Serbien und dann... Und die Quarry nochmal nachfüllen, weil ich bin jetzt so weit, dass wir die umbauen könnten. Oh, und? Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde! Hey, Jimmy! Hey, what's up? Hau rein, bis dann! Ciao! Tschüss! Ciao! Kommt durch, wir müssen anfangen! Let's play! Das geht mir ehrlich zu schnell! So voll die kurzen Folgenabschnitte, so... Bye! Okay. Und Dean ist einfach so, nee, ich hab keinen Bock mehr, ich geh jetzt. Ich muss kacken! Dann geh doch! So direkt einfach. So, wooden, Boner. Conductive Pipe. Aber für was brauchen wir das Kontakt? Was für ein Ding? Ein Ding. Oh. Ja, woher soll ich denn das kennen?
gefällt mir auch! Oh Gott. Okay, aber ich habe die Frage jetzt grundsätzlich beantwortet. Ich habe noch eine Frage, wie bist du zu Minecraft gekommen und warum? Ihr könnt ja erstmal beantworten, damit ich nicht wieder 3 Stunden laber. Das ist eine echt gute Frage, ich habe nämlich keine Ahnung. Ich glaube, bei mir war das so, dass ich war damals so, da waren wir zu dritt, so 3 Freunde halt. Und, Linus, ganz kurz, das interessiert mich gar nicht, wenn du das erzählst. Aber ich erzähl's. Shady! Ich hatte damals eine richtig scheiß Beziehung, ich konnte einfach gar nichts drauf spielen. Und dann habe ich mir eines Tages so Minecraft gekauft, weil ich dachte, komm, das läuft doch. Und es hat auch nicht funktioniert. Beste Story ever. Dann kam ich zu Minecraft. Oh, ich weiß es auch wieder. Also ich kam damals über Kongstets Show auf. Hauptsache niemand lässt Jan ausreden. Ja, nö, nee, so. Bei mir war das. Oh. Ich stell mir so vor, wie er da so vom PC sitzt. So voll innerlich zusammen sagt so. Und dann wird das Smile-Gesicht auf einmal zu einem traurigen Gesicht. Und dann setzt er sich in die Ecke und weint die ganze Zeit. Aber Liebe, das ist jetzt ganz kurz eine Frage. Kannst du das nochmal kurz laufen oder bauen wir die jetzt? Ich bin. Ey, jetzt kommt schon wieder das. Diesmal hat sich aber wirklich angehört wie ein Elefant. Ja, es ist ja auch diesmal ein Elefant. Es ist genau, ein Elefant. Aber es war so beschissen. Das ist wie ein schreiendes Kind. Ich sterbe einfach nur. Sonst hat sie auch immer eingehört, wie ich ihn gefunden. Ich hab's gerade nochmal nachgefüllt, aber wir haben nicht genug Eimer gehabt. Was zum Alter, Fick? Lol. Direkt da, wo die Lava ist, tut er gar nicht abbauen. Oh mein Gott, ich hab auch schon 20 Minuten vorbei. Lissi, danke, dass du getrötet hast, weil da bedanke ich mich auch mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschimmidl!